Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Diese Wunden folgen einem Muster. Das war kein Raubüberfall. Das war ein sächsischer Krieger. Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Spieler rechnen in Assassin's Creed Valhalla. Das ist die derzeitige wöchentliche Herausforderung und viele von euch wissen nicht, wie geht das denn? Deswegen kurzes Tutorial, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Aber tatsächlich hat mein Stream mir gestern erklärt, ey, so und so kriegst du das Ganze. Es geht um die Belohnung für die zeitliche Herausforderung. Das ist schon im Spiel abgehakt. Zeige ich euch einfach mal kurz von Gegnern. Ich persönlich mag ja natürlich einfach nur alle Gegner dann schaffen. Ich bin jetzt hier bei ein Spieler jetzt nicht. Das Problem an der Stelle ist wirklich, dass dieses Feature so verbuggt ist, wie es nur verbuggt sein kann. Dann rächen den halt 5000 Leute. Ist dann halt so. Räder, das checken wir natürlich auch mal aus. Also jetzt alle töten oder was? Das ist auch blöd. Taschenwaffen. Mord wurde gesühnt. Jetzt kannst du ruhen. Okay, cool. Yeah!
warst das! Stör! Gesicht verdecken. Was passiert ist. Vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Schir unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen, in der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus, immer und immer wieder, bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich, in meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen, und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hatte den Eindruck, ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Entdeckt werde, wird es unschön. Wir sind ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen, Soma Grantham zurückzustehlen. Dass sie Wiegmunds Stiefel geleckt haben. Köpfe!
mir denn da immer? Ich will mich da nicht hinziehen. Zu sächsischen Waffen. Ich weiß, wo ich den Täter zu suchen habe. Mögest du zum Festmahl des Allvaters sein. Danke für Gott! Ah, der Geruch brennender Reetdächer, glimmender Torf. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger.
Ist vor dem Überfall auf Grantabrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Hallo und willkommen. Ich muss los. Bis bald. Hallo. Hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Grantabrücks zum Ufer rannte, gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Sie für mich sühnen. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Ungeziefer wie du würde nicht aus dem Schlamm kriechen, würde Wiegmund nicht leiden. Rede! Etwas ist passiert. Sei gegrüßt, Eivor! Lass mich dir meine an! Komm mit mir! Mögen Gold und Ruhm unser Met und Fleisch sein! Ich komme mit dem Schatten.
Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Was siehst du, alte Freundin? Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der ihm hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Eine Einheimische sagte, sie hätte jemanden vom äußeren Teil der Stadt Richtung Fluss rennen sehen, kurz vor dem Überfall. Hat sie erkannt, wer es war? Nein, im Nebel konnte sie nichts erkennen. Doch wer auch immer es war, wusste, dass etwas Schlimmes bevorstand. Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelbbemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen. Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fens ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Birna war einst Schmugglerin, das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Birna ist in dich verliebt.
Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben meiner Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Garlin nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Garlin misst ihnen hohe Bedeutung bei. Garlin sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Ich fand diesen Brief, laut dem die Sachsen ein gelb bemaltes Langschiff nicht angreifen sollten. Keines unserer Langschiffe ist gelb. Nicht, dass ich wüsste. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Diese Taschen gehören Birna, gepackt für eine lange Reise. Schon wieder da, Sonnenschein? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Ich sah, dass du Sachen für eine lange Reise gepackt hast. Wolltest du fortgehen?
Wenn ich diese Stadt verraten hätte, wäre ich längst weg, oder nicht? Doch ich blieb. Ich bin glücklicher mit gebrochenem Herzen in Somas Nähe, als weit weg mit einem Herz voller Sehnsucht. Ich muss jetzt gehen.